Da hinten ist auf jeden Fall eine Tür, die man öffnen könnte. Da geht's aber auch um die Ecke. Da ist wohl auch der Ausgang oder zumindest der Notausgang, wenn man dem Schild glauben kann. Ich höre mehrere Gegner, mindestens zwei würde ich sagen. Ich sehe aber nichts. Hatten wir schon einen Checkpoint? Wir hatten noch keinen Checkpoint, oder? Wir gucken mal erstmal hier um die Ecke. Okay, hier ist irgendwo ein Gegner. Wir hatten gerade die Gegneranzeige. Bestimmt da links um die Ecke, oder? Ja, da ist eine. Wie patrouilliert die denn? Da wäre auch wieder ein Lüftungsschacht. Guck da in den Flur runter. Und dann kommt sie wieder. Aber wenn sie hier um die Ecke kommen würde, dann wäre sie ja wohl schon mal um die Ecke gekommen. Von daher, da dreht sie sich wieder um. Das heißt, wir können erstmal hier um die Ecke gucken. Und hier ist natürlich nichts. Okay. Dann warten wir jetzt, dass sie das nächste Mal patrouilliert. Dreh dich wieder um. Ich hoffe, wir müssen da nicht in diesen Lüftungsschacht rein, dann haben wir nämlich ein Problem. Da wüsste ich gerade nicht, wie wir das am gescheitesten machen sollten. Ich würde mich gerne noch auf der anderen Seite des Zimmers umsehen, aber dann müssen wir erstmal warten, bis sie sich da wieder umdreht. Müssen wir sie hier reinlocken und dann dahin rennen oder was? Ich meine, wir haben ja hier wieder einen Schrank, um den wir rummanövrieren können. Bevor ich das versuche, gucke ich aber nochmal auf die andere Seite. Da, wo die Notausgangstür war. Ob es da eventuell weitergeht. Da, wo wir eben hergekommen sind. Ich würde nämlich Konfrontationen mit den Monstern nach Möglichkeit ganz gerne vermeiden. Ich bin da ein bisschen weich. Eieiei, was war das denn? Okay, dann ging's wohl doch so. Rein da jetzt, ganz schnell. Schnell. Boah. Dann war da wohl doch nichts. Mensch, mach die Funzel aus. Wir sehen genug. Da leuchtet etwas. Die Frage ist nur, ist das ein gutes Zeichen, wenn da Sachen leuchten? Da ist ein Schrank zum Verstecken. Da wäre auch eine Tür, durch die Gegner reinkommen können. Prinzipiell sehe ich aber erstmal keine Bedrohung in diesem Raum. Okay, danke. Jetzt lernen wir bestimmt, wie wir uns in Schränken verstecken. Wenn wir den Schlüssel oder was auch immer das hier ist aufheben, locken wir bestimmt jemanden an. Ich kann ihn nicht aufheben. Jetzt. Büroschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehörte einem Mitarbeiter von Mobius. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Schnell rein, versteck dich. Wir gucken erstmal, was passiert jetzt. Das war so klar. Was zur Hölle ist das denn? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was bist du? Was bist du? Was bist du? Leslie ist nicht hier! Geh weg! Was zur Hölle war das für ein Ding? Alter, ich geh doch da jetzt nicht raus!
Mann, gut, dass ich da nicht rausgehe. Da kommt schon der Nächste. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das ist ein bisschen unglücklich, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, weiß ich, wo wir sind. Ich warte jetzt noch einmal kurz, bis sie zurückkommt und hier wieder reinguckt, damit wir maximale Zeit haben, um erstmal uns in eine Position zu bringen, von der aus wir hier vielleicht besser vorankommen. Hier zum Beispiel. Okay, wir haben jetzt eine Büroschlüsselkarte. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir jetzt da den Gang weiter runter? Weil wir kommen ja an ihr bestimmt nicht vorbei hier, oder? Ich wüsste nicht, wie wir die nochmal austricksen könnten jetzt. Boah. Sie guckt ja den Gang hier nicht runter, ne? Das haben wir ja festgestellt. Sie guckt. Ist das unsere Freundin? Kann ich da noch rausgucken? Kann ich da wieder zurück? Nee, kann ich nicht. Will ich aber, glaube ich, auch gar nicht. Das ist das Ding, was wir da eben gerade in dem Raum gesehen haben. Jetzt sind wir wieder hier. Und können ja jetzt theoretisch dann in das Büro rein, weil wir ja die Schlüsselkarte haben, ne? Wisst ihr, was ich auch ganz gerne hätte? Ein Checkpoint! Okay, aber hier scheint ja weiterhin nichts los zu sein. Boah, diese Schleichpassagen machen mich fertig. Das war schon bei... Bei Alien Isolation war das schon schlimm, ey. So, jetzt ist der Raum offen. Was haben wir jetzt davon? Außer, dass wir ans Telefon gehen könnten, sehe ich gerade absolut keinen Vorteil für uns. Ich sehe auch keinen Schlüssel oder irgendwas in der Art. Ja, mach's doch noch ein bisschen langsamer. Ja, aber ernsthaft, was genau bringt uns das? Dass sie hier in diese Richtung kommt und ich mich schnell verstecken sollte. Warum kommst du in diese Richtung? Renn weg, du blöde Kuh! Ja, aber ernsthaft, was bringt es uns, da jetzt wieder hinzugehen? Da kommen wir gerade her. Ich will jetzt wirklich einen Checkpoint haben. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen, wenn wir jetzt hier scheitern sollten. Ich hab's noch nicht so ganz durchschaut, was wir jetzt hier machen müssen. Ich versuch's jetzt mit der Tür hier. Okay, was war denn der Sinn von der anderen Nummer da? Nee, jetzt mal ernsthaft, das war der tiefere Sinn. Ich höre Schritte. Hört ihr die Schritte auch? Die Schritte machen mich nervös.
Leslie ist nicht hier. Okay, hier ist irgendwas. Wir haben wieder eine Markierung gehabt, eben, dass Gegner in der Nähe sind. Das bedeutet doch diese Markierung da, oder? Dass gut geht. Agentenstatus entlassen. Autorisierung ungültig. Was? Entlassen? Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Wieso entlassen? Was geht hier vor? Hi! Ivy kommt in meine Richtung. Hi! Okay. Die Wahrscheinlichkeit, hinter Deckung entdeckt zu werden, ist deutlich geringer. Ja, toll. Das ist schön für die Deckung. Wie soll ich denn aus der Nummer wieder rauskommen? Alter Falter, das hat's ja echt in sich hier. So, ich kann wieder nicht laufen. Okay, wir wissen ja diesmal, dass die blöde Pute da runterkommt. Die Frage ist nur, wo gehen wir denn in Deckung? Das kann ich hier drüben auch, ne? Ja, geht ja nur so, ne? Na gut, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Heide Witzka. Agentenstatus entlassen. Autorisierung ungültig. Was? Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Taschenlampe ist ja aus, ne? Ja. Dann nutzen wir den Computer. Analysiere Daten. Und dann gehst du in Deckung. Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht dieses Mal besser funktioniert als das erste Mal. Aber was sind denn das für Viecher, ey? Das ist ja sowas von krass. Hat doch wunderbar funktioniert. Höre auf Geräusche und Hinweise, wenn du von Gegnern umzingelt bist. Ja, ganz toll. Es gibt aber auch sonst keine Deckung in dem Raum, oder? Ich meine, das wird ja wohl kein Trial and Error sein, oder? Ich meine, ja, für uns wird es jetzt zu Trial and Error, aber prinzipiell muss man doch davon ausgehen, dass es möglich ist, so etwas im ersten Anlauf zu schaffen. Das heißt, das kann nicht so was Dämliches sein wie, dass wir uns hier auf dieser Seite des Raumes verstecken müssen, weil wir ja wissen, dass sie da rauskommt, weil wir das beim ersten Mal ja gar nicht wissen können. Noch hier ganz ans hintere Ende vielleicht? Wäre jetzt so mein nächster Versuch. Kann man das machen? Nein, man muss tatsächlich erst das Ding aktivieren hier. Vorher geht sie nicht an den Computer. Agentenstatus entlassen. Autorisierung ungültig. Was? Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Dann versuchen wir es diesmal hier ganz am hintersten Ende. Mal gucken, ob das was bringt.
Hier gehen wir allmählich aber auch die Möglichkeiten aus. Er hat uns gerade gesehen, ne? Leute, sagt mir mal, wie man da dran vorbeikommen soll. Ich erwarte jetzt von dir eine Antwort. Ja, von dir und von niemand anderem. Sprich mit mir. Die Tür geht aber bestimmt auch nicht so einfach auf, ne? Hier auf der anderen Seite wird aber genauso wenig funktionieren, oder? Ich meine, es ist jetzt mal ein Versuch wert, weil ich... Wir versuchen es einfach mal auf der anderen Seite. Aber ich meine, da guckt sie genauso hin, oder? Autorisierung ungültig. Was? Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Analysiere Daten. Kannst du dich jetzt mal... Ja? Ich kann mich hier überhaupt nicht weiter nach rechts bewegen. Das wird nie im Leben funktionieren. Die sehen aber auch aus, ey. Ernsthaft jetzt? Inwiefern bin ich hier besser verborgen als auf der anderen Seite? Okay. Sie hat eine Tür gemacht. Überaus zuvorkommen von ihr, aber letztendlich... Das Ding hat sein Licht benutzt. Lichtstrahl konzentrieren. L2 halten zum Konzentrieren. Hier, ne? Okay, denn wir haben ja nichts Besseres zu tun, als diesem komischen Ding hinterher zu rennen. Ich meine, warum nicht? Das Gute an Schleichpassagen ist ja anders als bei Actionpassagen. Wenn man erstmal eine Strategie hat, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man das relativ konsistent reproduzieren. Bei Action-Passagen, ich habe es immer mehr auf Glück an als beim Schleichen. Schleichen ist immer mehr Taktik. Zumindest, wenn man das Ganze erstmal durchschaut hat. Wenn das System aktiviert wird, hören Sie ein schrilles Pfeifen. Dann können wir Ihnen nicht mehr helfen. Was passiert dann mit mir? Ich pfeife die auch gleich ein. Ich kann sagen, es wird verstören. Aber lässt sie mit Ihnen da drin sein. Sie müssen ihn finden. Wir das war bevor finden. Ich... Leslie? Ist er wirklich hier? Es ist ja nicht so, als ob du Leslie nicht schon gesehen hättest hier in dieser Welt, ne? Ja, aber wie gesagt, beim Schleichen, wenn man erstmal weiß, was man zu tun hat, dann kann man die Ergebnisse relativ konsistent reproduzieren. Bei Action ist immer mehr Glück involviert als bei Schleichen. Na klar gehört bei Schleichen auch so eine Prise Glück dazu. Meistens, nicht immer. Aber ist schon nochmal ganz anders als in Action-Sequenzen. Wisst ihr, was ich richtig gut fände? Wenn wir eine Möglichkeit hätten, uns von hinten an Gegner ranzuschleichen, um sie direkt auszuschalten. Beim nächsten Checkpoint mache ich auch erstmal Pause, sonst schaffe ich es nicht mehr, das Video für heute noch fertig zu machen. Leslie ist hier. Ich muss zu ihm. Muss ihn als Erster erwischen.
Na, viel Spaß dabei. Sind wir jetzt eigentlich erstmal wieder sicher? Oh, da ist ja schon der nächste Kontrollpunkt. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich hätte echt gedacht, wir haben noch 2-3 Minuten oder so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Schnitt. Das war The Evil Within The Assignment, der erste von insgesamt 3 DLCs, die es in diesem Spiel gibt. Zumindest war es das für heute. Morgen geht's natürlich direkt weiter. Ich mache jetzt ja auch hier erstmal nur eine Spielpause, damit ich die Videos heute noch hochgeladen kriege. Sowohl The Assignment als auch Obscuritas. 2 neue, / schon etwas ältere Horror-Let's Plays. Horrorspiele, die ich jetzt als Let's Play mache, hier auf dem Kanal. Beide sehr zu empfehlen. Ich hoffe, ihr guckt da in beide mal rein und steht mir auch morgen wieder zur Seite, wenn es hier mit The Assignment weitergeht. Ich sollte echt aufhören, Sätze anzufangen und mir dann mitten im Satz zu überlegen, nö, so willst du den Satz eigentlich doch nicht sagen, überleg dir mal was anderes. Das führt nämlich zu sehr unangenehmen und merkwürdig klingenden Pausen. Hat man eben wieder erlebt. The Assignment, ja. Ich befürchte, das wird noch richtig heftig. Bis dann.